Herr Präsident, meine Damen und Herren. Zitat, kein Impfgegner wird wie ein Staatsfeind behandelt. Er darf nur, hoffentlich bald, nicht mehr unter Leute gehen, weil er ein gefährlicher Sozialschädling ist. Zitat Ende. Rainer Stinner, FDP. Nächstes Zitat. Tausende Covidioten feiern sich in Berlin als die zweite Welle ohne Maske, ohne Abstand, ohne Maske. Zitat Ende. Saskia Esken, SPD. Ein weiteres Zitat. Die Taktik von Querdenker Doppelpunkt Innen ist es, sich Stück für Stück die Straße zu erkämpfen. Polizei muss handeln und im Zweifelsfall Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzen. Wir dürfen ihnen keinen Millimeter überlassen. Zitat Ende. Saskia Weishaupt, Grüne. Und das letzte Zitat. Kein Ungeimpfter mehr im Büro, kein ungeimpfter Fußballspieler mehr auf dem Rasen, kein ungeimpfter Abgeordneter mehr im Bundestag, kein ungeimpfter Student mehr im Hörsaal. Zitat Ende. Friedrich Merz, CDU. Politiker Ihrer Parteien haben im Rahmen Ihrer Corona-Panik jegliche Hemmungen gegenüber regierungskritischen Bürgern verloren. Aber auch sonst überziehen Politiker Ihrer Parteien und die Staatsmedien kritische Bürger und die einzige Opposition mit Hass und Hetze. Klimaleugner, Corona-Leugner, Impfleugner, transfeindlicher, Verschwörungstheoretiker, Verquerdenker, Reichsbürger und wenn Sie nicht weiter wissen, dann Sexist und Putin-Troll. Und gerade erst entmenschlichte ein ARD-Korrespondent kritische Bürger als, Zitat, rassistische oder verschwörerische Ratten, Zitat Ende, die in ihre Löcher zurückgeprügelt werden müssten. Und auch in diesem Parlament haben wir gerade eben bei diesem Antrag diese Wörter hier wieder gehört von Ihnen. Ja? Und warum machen Sie das? Weil Sie keine Argumente für Ihre freiheits- und wissenschaftsfeindliche Ideologien haben. Sei es bei der Covid, der Klima, der Massenzuwanderungs- oder der Gender-Ideologie. Wenn Sie keine Fakten auf Ihrer Seite haben, versuchen Sie es mit der Empörungs- und Moralkeule, die einzige demokratische Opposition zu diffamieren und zum Schweigen zu bringen. Und damit vergiften Sie ganz bewusst und vorsätzlich den demokratischen Diskurs in diesem Land und Sie schaden damit der Demokratie. Und diese Früchte des Hasses gehen auf. Denn Politiker keiner anderen Parteien sind so sehr Hass, Hetze, Beleidigung und Bedrohungen ausgesetzt wie die Politiker der AfD. Und ja, mir ist das auch schon widerfahren. Nur, wir jammern da nicht so rum mit in der Öffentlichkeit. Wir hängen das nicht so an die große Glocke, das Ganze, was uns da täglich widerfährt. Aber es ist die Realität im Umgang mit der einzigen Oppositionspartei in diesem Land. Das ist halt das Schicksal, das ist Ihr Schicksal für uns, für die Dissidenten im besten Deutschland aller Zeiten. Und wenn Sie wirklich etwas gegen Hass und Hetze gegenüber kritisch denkenden Politikern tun möchten, dann fangen Sie am besten bei sich selber an.